Alright, ihr Lieben, let's go mit einem zweiten Run in Dakar, beziehungsweise einen zweiten, den ich plane abzuschließen. Wir haben schon mal ein Auto genommen, hat mir aber nicht ganz so gut gefallen und deswegen möchte ich jetzt in Richtung Truck gehen, weil ich das mit den Trucks sehr, sehr schön fand und es war auch mal was sehr Einzigartiges. Und da stellt sich mir jetzt genau die Frage, welchen Truck wir nehmen sollen. Wir haben im Prinzip den Gamaz. Den wir hier gerade nicht eingeblendet sehen, leider. Wir haben den Maz, wir haben den Tatra, wir haben den Renault oder den Mann. Ja. Das gibt halt fünf verschiedene. Vielleicht kommen wir da, oder geht es überhaupt mit fünf verschiedenen Trucks eine Twitch-Umfrage zu machen? F1 und iRacing ist mega kompliziert, du hast so viele Einstellmöglichkeiten. Das ist nice, das ist Ehre. Korea Comeback ist nice. Das ist extrem cool, dass der das ist cool, dass der wieder dabei ist. Finde ich super. Okay, Mann. Alright, der Chat hat ziemlich einstimmig entschieden, Mann. Und wir sind mit Peter vs. Lewis, Marcel Pronk und Arthur Klein unterwegs. Der ist 73 geboren, Arthur Klein. Und Vers Lewis auch. Das ist sympathisch. Ja, wir sind Competitor. Ich nehme mal die mittlere Schwierigkeitsstufe. Roadbook full. Cockpit Driver, yes. Transmission machen wir mal manuell. Tire Pressure. Gehe ich mal auf hart. Wobei, oh Gott, Bumble, das hatten wir doch schon mal irgendwann, ne? Eins von den beiden verursacht tendenziell mehr Probleme als das andere. Machen wir Heat High und Stiffness machen wir mal Soft. Ich mache mal Tire Pressure Hard und wir gucken mal. Und ansonsten starten wir in Pisco. Let's go. Woche 12 in der Formel Renault gibt's Interlagos. Das ist Baba. Das ist Baba. Okay, wir machen einmal kurz das Roadbook voll. Bam, markieren alles. Reparaturen haben wir noch nicht, bevor es losgeht. Und deswegen geht's jetzt los. Off track. Uphill dune. Cap 1. Forza Ferrari! Grazie! Und Eran Gallier, der haut 5 Euro raus. Russell Diggy, you won the CGPO and Golly Garde is DNF. One, go. Ehre, mein Lieber. 700, Cap 1. Attention, bump, danger 2, Cap 358. Okay, let's go. Now, left to cap 279. Okay, volle Konzentration. 500. Go right, over the dune. Attention. Right, over the dune, cap 14. Go right, cap 63, dunes. Cap 63. 3Ks. Cap 63. Go! Na geil, der feuert schon mal ein bisschen in Richtung. Cap 63. Let's go! CGPO. 500. Ruins on the left side. Sensitive zone. Follow on the right to cap 78. Der Gallier hat auch richtig Bock. Finde ich gut. 1K and 300, cap 78. Okay. 1,3 Kilometer. Schaffen wir hoffentlich. Attention, danger 3. Step down dunes, cap 63.
Go right. Follow the fence. Cap 102. 500. At the end of the fence, go left. Go left. Cap 69. Dunes. Right at the end of the fence. Cap 78. Dunes. Sensitive zone. Okay, das sieht bis jetzt ganz gut aus. Follow on Cap 78, let's go! Da steht Cap 70 als Text, aber rechts steht Cap 78. Hey Money, was geht, Digga? Hallo! 500, hairpin right to Cap 172, straight to the dune. Hairpin right, Cap 172, straight to the dunes. Genau, bitte oben, bitte auch dabei. 700, hairpin right. Hairpin right, Cap 262. 300, stay on the left of the palm trees. Now, straight to Cap 251. Follow on Cap 251. Let's go! 500. Across the dunes on Cap 291. We're moving too far away! What? Da ist der andere Dude. Ja, wir kommen so planlos durch die Wüste. Das ist halt, finde ich, eine etwas unglückliche Situation, dass man am Anfang immer so eine relativ schwierige Etappe hat. Weil später wird es tendenziell nochmal einfacher. Zumindest mit dem Truck hier. Okay, wir sind hier. Gucken wir nochmal gleich. Wir sind hier an den Palmen vorbeigefahren, ne? So. Das heißt, wir müssen hier lang. Ja genau, der Kollege hier fährt auch lang. Oder ist der Checkpoint noch früher? Nee, kann nicht sein. Okay, das passt schon irgendwie. Kann man auch umkippen? Ich glaube schon, ja. So, jetzt 251 grob folgen. Cross the dunes on Cap 291. 1K and 300 on the vegetation. Go to the left. Nice. Left to Cap 240. Go to the dunes. Danger 2. Cross the dune. Attention. Danger 3. Cap 214. Warum fährt da einer einen ganz anderen Weg?
Danger 2 on the dunes, cap 276. Okay, dann war der Checkpoint da halt schon. Follow on cap 276. Let's go. Uphill, big dune. Cap 257. Follow on cap 257. Let's go. Uh-oh. We're moving away from our cap. Da stand doch gerade Waypoint validated. Left, downhill the dunes on cap 163. Moin! Was geht, Diggi? 2Ks, cap 163. 500, hairpin right. Dunes, hairpin right to cap 292. Attention. 2Ks, cap 292. 500. Moin Dono, was geht? Ja, sehr gute Angabe. Left, cap 184. 800, final. Hä? We're moving away from our cap. Oh Gott, ich bin das falsche Ziel. Ja. Final. Well done. Congratulations, we made it. Habe ich einen Punkt übersprungen? Ich glaube schon. Das war nicht so eine gute Stage. Die war nicht gut. Without penalties. Ey, Vorletzter. 5 Minuten 15. Ah, das kann echt hart werden. Alright, gehen wir weiter. Ist tatsächlich der Titel noch Just Chatting oder ist es nur Twitch, was sich noch nicht geupdatet hat? So, rein da. Jetzt stimmt's. Alright, danke. Und danke auch für den Hinweis. Bisco. Vor ein paar Minuten geändert, okay, ja. Ready to race. Let's do this. Start on track. Follow main track. Classic Twitch. Five. Four. Hallo. Three. Da stehen noch Fans. Go. 3Ks. Continue straight ahead on main track. Warum ist die Kameraposition bei Triple Screen so komisch? Ich würde gerne. Straight ahead. Main track. 500 on the left. Main track. On the left, main track. 3Ks, continue on main track. Ich wusste es, ja. Ach, da links ist einer, hallo. Hat voll die krasse Übersicht hier mit dem Triple Screen. Meh. Wäre ich außen rum gefahren. Gucken, Martin Brink. Go left to off track after a rock on left side. Danger 136. Now go left off track. Danger 2 traces
more or less visible. 3Ks and 300, continue off track, traces. Soll ich den Traces folgen oder 136? Das ist ein Unterschied. 500, danger 2, uphill, rock on left side. Danger 2, uphill, attention. After a bump, go left. Danger 2. Attention. Bump danger 2. More or less visible. Turn left to track. Rein da. Jetzt richtig pushen. Mal schauen, die Vorbereitung für Rust. Go right to off track. Small dunes. Danger 2. Now, go right to cap 136. Off track. Small dunes. Danger 2. Left to small dune valley. Cap 60. Left to cap 60. Attention, small dunes. Hab ich schon auf Etappen, wo die mehr über Tracks sind. Ja, same. 5Ks, cap 60. Attention, small dunes. Eine Sache irritiert mich aber immer noch so ein bisschen. Ich frage mich, ob das quasi einem mitgeteilt wird oder ob es einfach super random ist. Kommt man irgendwann mit, also für die Leute, die Dakar noch nicht geguckt haben hier, es gibt auf einigen Etappen ein Geschwindigkeitslimit von 140 km/h. Ich frage mich, ob das einem mitgeteilt wird. Über ungefähr 3,35 war der auf Dings, ist auf 4 gesprungen. 500, danger 2, downhill. Danger 2, downhill. Attention, go left to cap 83. Nice. Das ist immer, echt? 500, dunes, danger 3. Ich sehe so ein bisschen noch die Spuren von dem Dude vor mir. Attention, dunes, danger 3. Continue on cap 78. Danke, Dom. 5Ks, ja, und doch, danke, Bumble. Ja, merci, Leute. Dann hab mein Fehler, aber ja, dann weiß ich das. Oh, der eine steckt da fest. Muss ich aufpassen. Außenrum. Signpost on right side. Go straight ahead. Go ahead and turn to cap 96. Waypoint okay. Signpost on right side, dachte ich, ja gut. Lass ich's mal auf die right side. War da nicht. 4K, continue on cap 96. Uiuiui. Kann man kurz gucken. Ach, warum driftet die? 2K, go on, forward to the dunes. Ah, Zustand vom Auto sieht gut aus. Treffer. Hey, just pull, nice. Ja, toi, 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 dass du das irgendwie dann noch zocken kannst, Driver San Francisco. Attention, dunes, danger 2. Wäre geil, wenn du Driver San Francisco dann trotzdem noch zocken kannst. Ich hoffe mal für dich mit. Across the dunes, danger 2 on cap 97. 1K and 700, cap 97. 500, across the dunes. Danger 2, attention. Now, turn right to cap 174. Dunes, danger 2, towards antenna. What? 500, danger 3, downhill. Antenna on left side. Ach so, ich soll hier wirklich hochfahren, okay. Danger 3, downhill. Attention, cap 175. 10Ks, attention on cap 175. Go straight ahead. Man muss halt sagen, es ist natürlich bei weitem kein perfektes Spiel. Es ist, glaube ich, sehr weit davon entfernt, ein perfektes Spiel zu sein oder ein sehr gutes Spiel zu sein. Aber es macht viel Spaß. Weil gewisse Aspekte sehr cool sind. Und deswegen muss ja auch nicht perfekt sein. Macht Spaß. Moin, Captain Bubu.
es realistisch, dass der Truck so springen kann. Die sind halt hardcore gefedert. Also die Dinger sind schon krass gefedert. Ich kann dir nicht sagen, ob das 100% realistisch ist. Wahrscheinlich ist es ein Spiel. 100% Realismus wirst du hier nicht finden, aber... Support sagt, ich muss mich an den Verkäufer wenden. Inwiefern musst du dich da an den Verkäufer wenden, wenn du Driver San Francisco gebraucht kaufst? Also gut, wenn der Key halt... 1K, controlled speed zone, 30 Ks per hour. Attention, start of controlled speed zone, 30 Ks per hour. You should drive a little slower. Jojo, alles PC, gut. Stop to get time card stamped. Ich habe keine Zeitstrafe bekommen, weil du kannst damit ein bisschen Überschuss reingehen auch. Nice, ich habe auf jeden Fall die Zeit gut gemacht bisher. Finish control speed zone. Die verwirrten, verirrten, nice. Traces. Was? Ich kann kein Gas mehr geben. Ich kann kein Gas mehr geben. Den Bug hatten wir schon einmal. Ich guck mal, ob es jetzt geht. Oh, das wäre belastend, wenn das jetzt... Der Schaden ist auf jeden Fall ziemlich immens da. Ich hoffe, dass das... Ich hoffe, dass das passt. Nicht perfekt, aber unterhaltsam. Absolut. Finish control speed zone. Go, go! Forward to cap 125. Traces! Gott sei Dank, es geht. 4Ks, continue on cap 125. Nice. It's Friday then. It's Saturday, Sunday, what? It's turn Friday right, bend on the left side. Saturday, Sunday, what? Now, turn right to cap 188. Towards Dune. Waypoint, okay. Und Tribe Joker, danke dir für den vierten Monat mit Prime. Ehre, mein Lieber. Merci. Attention, Danger 3. Kollege, du bist ja fast und dreimal so schlimm wie ich. Danger 3. Das war dreimal so schnell. Toast Hawaii. Alter, was ist jetzt los? Toast. Turn left. Danger 2. Up and downhill. Toast Hawaii im dritten Monat und Robi im zweiten Monat mit Prime. Off track. Danger 2. Vielen Dank, Leute. Continue on cap 107. Vielen Dank, Leute. Vielen, vielen Dank. 500, go right to uphill danger 2. Sind die Leute im VOD auch sichtbar? Now, go right to cap 187. Uphill danger 2. Waypoint okay. Ja, ich werde nur bei manchen vielleicht... 5Ks, cap 187. Beim Sound vielleicht mal ein bisschen nachkorrigieren. Aber ja, beim VOD sind sie eigentlich sichtbar dann. Ja, ich hole gerade ein bisschen was auf, weil ich den besseren Gang vermutlich nutze als die KI. Nice. Jo, vielen Dank für die Subs, Leute. Drei direkt hintereinander. Uiuiui. Oh mein Gott. 500, Danger 3, Uphill Dunes. Okay, Speed Limit zählt überall. Uphill Dunes, Danger 3, go straight ahead to cap 204. Dunes, Danger 3. Ja, auf kurze Gänge sinnvoller. Du hast halt zum einen auch das H- und das L-Getriebe. Du kannst... Achso, ja. Das meintest du ja auch. Ja, genau. Genau, bergauf sind die sinnvoller. 200, tight left. Downhill, danger 3. Tight left to cap 93. Downhill dunes, danger 3. 2Ks and 400 on cap 93. 93, are you serious? We're moving away from our cap. 500, danger 3. Downhill dunes. 93, are you serious? Okay, what?
Pick off. Downhill dunes. Danger 3. Continue on cap 88. Jo, danke dir, Robi. Oh! Stay on cap 88. One K. Hairpin right. Step down. Danger 2. Hairpin right to cap 206. Off track. Step down. Danger 2. Waypoint okay. Yes, bedanke für den Host. Warum auch immer, aber ich sehe die jetzt seit neuestem wieder, die Hosts. Das ist cool. Danger 3. Step up and down. Oh. Danger 3. Step up and down. Off track on cap 196. 500. Enter valley. Sand. Twisty. Enter valley. Sand. Twisty. Nice. Finder. 2Ks and 800. Through the valley. Oh, da vielen Dank, Emre, und auch alle weiteren, die hosten werden. Merci, Leute. 500, go straight ahead to the dunes. Cap 172, danger 2, dunes. 12Ks, attention on cap 172. Zwölf Kilometer ist halt echt so, ja, wenn du mal ein bisschen schief landest, RIP. Warum geht's danach geradeaus weiter, ey? Bleib im vierten Gang, im fünften. Kannst du Speedlimit eventuell überschreiten. Kriegst du fette Strafen. Und Mandrake, danke für den vierten Monat dir mit Prime. Ehre, mein Lieber. Merci. Ich hoffe, man kann die Teamradios trotzdem hören. Selbst wenn ich drüber quatsch manchmal. Und noch habe ich keine perfekte Lösung, dass ich die Alerts auch noch mitbekomme. Und vielen Dank, Agent Engel. Hairpin right, off track. Hairpin right around the rock. Cap 292. Danger 2. Off track. Ehre, Agent Engel. We're moving away from our bearing. What? Ehre, Agent Engel, für den 500, für die 5 Gift Subs. Merci, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wie geht's? Wie steht's? Das ist doch safe falsch. Alles cremig bei mir auch, ja. Bin ein bisschen gerade ratlos, wo ich hier lang muss, aber ansonsten bestens, danke. Um welchen Rock musste ich denn überhaupt die Hairpin fahren? Warum muss ich eine Hairpin überhaupt fahren? 172, genau. Und dann um den Rock eine Hairpin fahren. Dieser Rock, schätze ich mal. So, und danach 2,5 Kilometer, warte, 292 ab hier adressieren. Schön. Ah ja, die Blue Flag kam, nice. Oh! Bitte? Komm, sag, dass ich richtig bin. Komm.
Your first victory since the 2009 Belgian Grand Prix. Tell us about your emotions at this time. Not much, really. Und Mr. D, danke für den Prime Sub in den 6. Ehre, mein Lieber. Erpen ist ein Waypoint. Moin Jan. Boah, habe ich nochmal die Haarnadelkurve gemacht. Da rechts ist einer von den Dudes. That was rough. Ja komm, so ein kleiner popeliger Stein. Ja, richtig. Ich fahre jetzt 12 Kilometer zurück, Jeff. Gute Idee. Und ich weiß auch nicht, wohin ich zurückfahren muss. Ich bin gerade komplett lost. Zum großen Stein und enger nehmen. Okay. Halt bereit. Danke. Wo ist der große Stein? Alter. Moin, Andreas. Was ist denn das jetzt? Falls ihr übrigens im Hintergrund so ein Klimpern hört. Kimi ist gerade mit der Pringles-Dose beschäftigt. Ich habe heute mir eine kleine Pringles-Dose gekauft und habe die dem Kleinen gegeben, damit er da ein bisschen rumspielt mit. Da ist der große Fels. So, jetzt war die Überlegung, die Kurve enger zu nehmen. So, 128 Kilometer hatten wir etwa beim Start. Jetzt noch 2 Kilometer, dann müsste es passen. Danger 3, Dunes, continue on cap 292. Danke für den Tipp. 500, Danger 3, Dunes. Danger 3, Dunes! 500, fence on the left side. Go right to cap 349. Now, turn right to cap 349. 2Ks and 300, stay on cap 349. 1K, cap 349. 500, Danger 3, Dunes, down and uphill. Danger 3, Dunes, down and uphill. Straight ahead.
304Ks, attention on cap 349. Ks, cap 349. 500, danger 3, dunes, down and uphill. Danger 3, dunes, down and uphill, straight ahead. K, continue straight ahead. Five hundred, danger two, undulation, off track. Danger two, undulation, off track to cap 351. Keine Cockpit-Ansicht, doch dieser beim Triple Screen ein bisschen komisch. Wir sitzen 1K, ganz cap oben. 351. 500, tight left, danger 2, dunes. Ich verstehe halt nicht, warum manchmal solche Punkte angezeigt werden auf meinem Schwierigkeitsgrad, aber ich find's schön. Oder welche genau now, hier angezeigt tight werden. Left, danger 2, dunes, cap 231. Waypoint, okay. Ich finde es gut als Hilfe natürlich. 1K, attention on cap 231. 500, danger 3, dunes, downhill. Danger 3, downhill dunes, cap 246. Cap 246. You should be more careful. We. 2Ks, stay on cap. Attention. Ah, nur die Must-Haves. Okay, danke. Okay, das ergibt Sinn. 500, hairpin right to cap 9. Ruins straight ahead. Now, hairpin right to cap 9. Danger 2, downhill and uphill dunes. Moin Jerry Berry. Und moin auch Matt Eagle. 5Ks, cap 9, stay focused. Easy there, Rocket Man. Ah, es ist ärgerlich. Ich hab's halt nicht im Kopf, dass man hier die Speed Limits auch easy toppen kann, aber ist ja eigentlich logisch, dass du das bergab easy hinbekommst. Du, Lukas, ich bin aktuell am Limit. Also, wenn du mich gerne am Limit siehst, dann bist du hier, glaube ich, auch gut beraten. 500, bump, danger 3, dunes. Come on. Muss ich hier hoch? Oh Gott. Wenn ich jetzt hier runterfahre, wird es erstmal schwierig, wieder zurückzukommen. Moin, TK.
So ein bisschen das Gefühl. Bisschen zu weit fahren bin. Sicher wieder irgendwo hier popelig an den Dünen, oder? We're moving away from our bearing. Sei still, Jeff. Heißt der ja auch Jeff? Für mich schon, ja. Ja, moin auch Niklas, moin Tobias, moin alle, die dazukommen. Wo kam ich hierher, Diggi? Oh Gott. You should be more careful. Is not this way. Ich weiß. Let's get back to the last roadbook note. Probier ich gerade, Jeff. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo wir herkommen. Das ist nicht gut. The view is great, but we need to keep moving. Enough fresh air. Let's eat some dust. Hallo? Schaufel ich denn? Pay attention to the cap heading. Let's get back to the last roadbook note we know. Der verdient eigentlich so was von 1-2 mindestens auf die Fresse, der Typ. That was rough.
Da hilft nix. Ich nehme die 20 Minuten Strafe an. Five Ks, cap nine, stay focused. Two Ks, stay on cap nine, attention. Jetzt sind wir da, wo wir eben waren. Bump! Danger 3! Dunes! Attention! Bump! Ich bin hier vorhin doch wohl entlang gefahren, oder? 2Ks! Continue straight ahead! Cap 9! Danger 3! Moin, Ollinator. Jo, Chester war heute echt Baba. Hat wieder mal 20 Giftsubs rausgehauen. Maximale Ehrenstufe. Danger 3, Dunes, Cap 9. K's and a half. Keep on cap 9. Ja, manchmal bei diesen relevanten Waypoints zeigt er dir das halt so teilweise fast einen Kilometer versetzt an. Cap 9. Attention. Bei sowas dann aber. 500, hairpin left. Ruin straight ahead. Now, hairpin left to cap 210. Bei sowas dann aber bei Millimetern einfach nichts. Keine Regung vom Spiel. Stay on cap 210. Moin Sturm. Oh! Boah, ich fahre auch mal nicht zu schnell. 4Ks, attention, Dunes, danger 3. Ob ich jetzt 120 oder 130 fahre, ist egal. 500, danger 3, downhill Dunes. Ich hoffe wirklich, dass ich gerade noch hier entlang fahren muss und nicht wieder auf dem falschen Weg bin. Cap is not this way. Es geht steil bergab, okay, da muss ich höher fahren, ja. Nicht in den 5. und 6. gehen, kann übrigens auch helfen, um keine Speed-Penalties zu bekommen.
Danger 3, downhill dunes, cap 205. Three Ks and a half. Go straight ahead on cap 205. Es war gut, dass wir es geschafft haben. In dem Game kann man zu schnell fahren. Es gibt für die Trucks ein Geschwindigkeitslimit von 140. 1K, Danger 2, Dunes, Undulation. Und Nakub Swali, danke für die 200 Bits dir. Ehre, mein Lieber. Hey Dave, eine Frage. Gibt es von dir ein Roomtour-Video? Mach Grüße, mach weiter so. Noch nicht, aber ich plane fest damit. Merci, mein Lieber. Danger 2, Dunes, Undulation, Cap 204. Also ich denke mal, das könnte so im Laufe vom spätestens mal März. Spätestens mal März, denke ich mal, könnte ich da was machen. Danger 3, down and uphill dunes, cap 197. 500. On vegetation, go right to traces. Now, go right to traces. Waypoint, okay. Nice, rein da. 5 Ks, follow traces. Und moin, Axo Raxo. 2 Ks, attention, stay on traces. Was machen Sachen? Und moin, Leon. Oh, 30 km/h. Attention, speed limit zone 30 km per hour. Stop. Okay. Time card. Wir haben nicht so viel verloren, wie ich dachte. Also gut, wir werden eine Strafe bekommen, aber. Ich bin vor Martin Brink. Mhm. Und es dürfte mit Abstand die schlechteste Etappe. Hoffentlich werden. Ziel des Spiels? Ankommen. Ankommen. Du musst dich anhand der Dings orientieren. Warte, 185. Ja, ganz entspannt, Digga. Hier. Hier muss ich hin, ne? Danger 2, cross step, go ahead to cap 183. Ja, so, weiter. Du musst ankommen und du musst dich anhand der des Kompass, sag ich mal, orientieren. Danger 3, uphill dunes. Danger 3, uphill dunes. Let's go. 4 Ks and a half, keep going straight. Mit welchem Dings? Der sagt mir ja gerade gar nicht, mit welchem 183 muss ich wahrscheinlich wieder übernehmen, ne? Ich hoffe es mal. Ah, danach geht's auf die Straße, deswegen ich kann auch ein bisschen weiter links versetzt fahren. 1K, Danger 2, turn right to road, main track. Cap is not this way. Alles gut. So, jetzt fahren wir links lang. Ja, da spätestens hier wären wir auf der Road. Deswegen fahren wir mal die Straße lang. So. Kurz mal für die Leute im Auto Scheibenwischer an. So. Hier Helikopterperspektive. Ja, da haben wir es. Sehr schön. Danger 2, right to main track. Waypoint, okay. So, vielleicht hole ich jetzt ein bisschen nochmal was auf. Der ist schon bei Punkt 35 nach etwa derselben Zeit. Halleluja. 1K, main track, attention. Straight ahead on main track. Ja, mein Ziel ist tatsächlich der Sieg jetzt. Remain on main track. Wir haben schon mal einen Run gehabt, wo ich, glaube ich, Vorletzter war oder so. Oder war ich Letzter und knapp hinter dem Vorletzten? Irgendwie sowas. Aber wäre natürlich schön. Main track, stay focused.
Wäre natürlich schön, jetzt das Ding mal zu gewinnen. Gute Nacht, Gifford. Was denn für Enter Rio, Digi? 1K, go to off track ahead. 500, signpost, continue to off track. Signpost, continue ahead to cap 189. Okay, let's go. Towards dunes. 1K, danger 3, cross track, step down. Frag mich, ob das irgendwelche Survival-Fähigkeiten. Cross track, continue ahead on cap 187. 200, 187. Danger 3, step down dune. Ob das irgendwelche Survival-Skills trainiert. Nein, 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 bleib nicht stecken, du doofes Ding. Okay, Controls. Equip Shovel, Use Shovel, okay. Nimm die Rampen. Ah ja, stimmt, kann man auch gleich machen. Warte. Der Scheibenwischer. Enough fresh air. Let's eat some dust. Ja, hier. Ich fress meinen eigenen Staub. Digi, warum? The view is great, but we need to keep moving. Was soll das? Ich komme nicht mehr weg. Ich komme legit nicht mehr. Jetzt muss er den Spieler freibuddeln. Das dachte ich mir gerade auch. Okay.